Maurice fragt Pietsmeet: Freut ihr euch schon auf den zweiten Avatar-Film? Mir ganz ehrlich, Avatar 2 werde ich mir geben, vielleicht, aber so richtig hart freuen die auf den ersten tue ich nicht, weil ich glaube nicht, dass der nochmal so diesen grafischen Sprung schafft, wie es damals der Fall war. Das ist alles. Ja, schon. Also ich war jetzt Freitag in Maverick, der war übrigens übelst geil im Kino. Also richtig schöne Flugszenen. Aber Avatar 2, der Trailer lief. Ich freue mich schon drauf, allerdings eher wegen der Technik. Denn die Story im ersten Teil war halt okay. Aber deswegen habe ich den Film damals nicht geguckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen bin ich sehr auf die Technik von Avatar 2 gespannt. Der ist ja auch schon lange fertig. Und kommt dann jetzt, glaube ich, im Dezember? Ja, ich glaube schon. Ja, der erste war okay damals im Kino, weil das was Besonderes war. Aber ich wüsste ehrlich gesagt nicht mal annähernd mehr, was in dem ersten Teil passiert ist, weil das so lange her ist. Ich habe den auch damals nicht einmal mehr gesehen. Also ich sag mal so, ich freue mich da jetzt nicht unbedingt drauf. Also ist jetzt nicht so, als wenn ich Kribbeln im Bauch hätte, deswegen. Ich könnte mir vorstellen, dafür seit Ewigkeit mal wieder ins Kino zu gehen. Der erste ist halt auch so komplett forgettable, ne? Also, ja, du weißt noch, die blauen Dudes und so, aber, ja, okay, war halt Pocahontas, ne? Haben wir ja damals schon gesagt. Deswegen würde ich sagen, mich drauf freuen, nö, mal gucken, was so gesagt wird und dann gehe ich potenziell ins Kino. Also ich freue mich schon auf den Avatar 2 Film, auch wenn der erste so überschaubar geil war. Wundert mich eigentlich, dass wir so viel Avatar-Fragen haben. Ist da irgendwie krass in der Community was los? Oder, also die Avatar, die Serie ist mega cool. Also der Anime. Aber die Filme waren okay. War cool irgendwie, aber war okay. Ist halt schwierig mit echten Menschen das so umzusetzen. War schon so ganz nett gemacht, ja.